Wir haben ja ein paar Rollenmodelle, so ein Jürgen Klopp. Er macht ja eine ganze Menge Dinge richtig. Ne? Gerade wenn man so über visionär-charismatische Elemente nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt, wie man Menschen auch wertschätzt, wie man die ernst nimmt, wie man die einbezieht. Und man kann sonst irgendwie quasi nichts aus dem Fußball lernen. Also die Wirtschaft ist natürlich in einer ganz anderen Situation, die sind in ganz vielen Bereichen viel weiter. Du kannst aber speziell aus dem Führungsbereich natürlich sehr viel rausziehen, weil das Beispiele sind, die die Leute kennen, mit denen die Leute was verbinden, wo die Leute auch eine Beziehung zu haben. Und zwar egal, ob man jetzt Fußball cool findet oder nicht, die WM 2014, dass Deutschland der Weltmeister geworden ist, naja, das hat man schon mitgekriegt. Und deswegen, glaube ich, ist Fußball eine ganz schöne Methode, um so bestimmte Themen zu transportieren, die für New Work halt wahnsinnig wichtig sind. Ja gut, also erfolgreiche Führung hat im Prinzip drei Komponenten. Du hast einmal eine Komponente visionär-charismatisch. Du hast einmal eine Komponente leistungsorientierte Belohnung, wo du Ziele setzt. Und du hast eine Komponente strategische Führung, wo du so außen und innen dir anguckst und Ziele aus dem Weg räumst. Jürgen Klopp macht das alles drei sehr gut tatsächlich. Er hat nur wenige Fehler. Ich habe ja heute schon gesagt, das Einzige, wo ich sagen würde, da hätte er noch ein bisschen aufsatteln können, war, als er damals bei Dortmund eine Serie ausgerufen hat. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht, können wir gerne noch drüber sprechen. Aber er ist natürlich ein wahnsinniger Charismatiker. Und Charisma bzw. Vision generiert man über so ein Dreieck. Es gibt so den Begriff des Deliver. Das ist die Art und Weise, wie man Dinge rüberbringt. Humor, außergewöhnliche Verhaltensweisen, Stimme, Gestik. Dann gibt's Frame. Das ist die Art und Weise, wie man formuliert. Ja? Metaphern, Geschichten. Bei Geschichten ist der Klopp wahnsinnig stark. Listen. Ja? Ich sage euch mal, wir haben damals erstens da gespielt, zweitens da gespielt, drittens da gespielt. Rhetorische Fragen. Meint ihr nicht auch? Ist es ein schwieriges Ziel? Ja. Das heißt, wir haben im Bereich des Frames eine ganze Menge, ich meine, die Rhetorik geht auf Aristoteles selbst zurück. Ja, wir reden da über dialektischen Fünfsatz. Man kann es so machen, aber eins, zwei, drei, deswegen würde ich es so machen. Wenn man sich mal so Angela Merkel anguckt, ja, dann hat die das schon sehr gut internalisiert, obwohl das jetzt nicht so eine klassische Charismatikerin ist. Und dann gibt es den dritten Bereich, ist Substance. Da geht es darum, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Werte? Auch die Stimmung des Kollektivs aufnehmen, was ist da eigentlich? Wenn ich spiegel, wie es den Leuten gerade geht, dann hole ich die anders ab. Wenn ich ambitionierte Ziele setze und Vertrauen in die Zielerreichung vermittle, dann führt das auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute Dinge eher tun, viel größer wird. Und das ist deshalb so wichtig, weil sich die Zeiten geändert haben. Ja, Herz, Hand und Hirn, das ist im Prinzip, was zeichnet eine gute Vision aus. Ja? Also eine gute Vision hat diese drei Komponenten. Das Hirn, damit ich verstehe, worum es geht. Das Hirn wird aber zu häufig angesteuert. Ja, die meisten Visionen auch von Firmen, die sind sehr hirngesteuert, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, man kann aber nachweisen, dass, und da gibt es Andrew Carton, ist ein Professor von der Wharton School of Business, so der weltweit führende Visionsexperte gerade, der hat experimentell nachgewiesen, wie Visionen viel besser funktionieren. Nämlich indem wir nicht nur das Hirn ansteuern, sondern auch das Herz. Wir müssen die Leute überzeugen und die Hände, ja, den Leuten erklären, was mache ich denn eigentlich, um diese coole Vision zu erreichen. Ich glaube aber, wenn man den einen Hebel identifizieren müsste, dann würde ich eher die Wertschätzung nehmen. Und da gibt es so einen wahnsinnigen Disconnect zwischen, ja, wenn du die Führungskräfte fragst, wertschätzt du deine Mitarbeiter hinreichend? Dann sagen die dir eigentlich alle das Gleiche. Nämlich, oh, nobody is perfect, aber ich kriege das schon ganz gut hin. Ja, also ich, klar, ne, nicht immer, aber meistens habe ich schon den Eindruck, ich kenne ganz viele in meinem Umkreis, die machen das ganz schlecht, bei uns in der Firma auch, aber ich persönlich kriege das schon ganz gut hin. Und wenn du die Mitarbeiter fragst, Top 3 Punkte ist immer Wertschätzung. Und da gibt es einen riesen Disconnect. Und das hat Gründe, da gibt es auch ganz tolle neuere Forschung zu, die erklären, wie das zustande kommt. Und wo dann gleichzeitig klar wird, was man tun kann, um dieses Problem zu beheben. Weil die Wertschätzung ist wahnsinnig wichtig für die intrinsische Motivation. Führungskräfte haben den Eindruck, wenn sie andere wertschätzen, entsteht so eine peinliche Stille, dass die das dann übertrieben finden. Ja, und dann sind sie lieber ruhig, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man ins Fettnäpfchen tritt, kleiner ist. Aber wie du gerade gesagt hast, ich meine, wann ist das letzte Mal, dass du den Eindruck hattest, jetzt wurde ich gerade gelobt, aber ist völlig over the top. Also das, was die da sagen, ich bin doch eigentlich ein Vollhonk. Also das habe ich ja alles gar nicht gemacht, das passiert nicht. Ja, und wenn man selber so den Eindruck hat, naja, also diese Angst muss man gar nicht haben. Und dabei geht es nicht nur um Wertschätzung und Lob. Dabei geht es auch nicht nur um Kohle.
Kohle ist tendenziell sogar hinderlich. Kohle tendiert dazu, die Motivation zu vernichten, die intrinsische. Können wir gleich drüber reden. Es geht mehr darum, interessieren sich die Leute für mich, die Führungskräfte? Bin ich für die jetzt nur irgendwie so eine Hülle, der irgendwie nachdenken oder den Job erledigen muss? Oder besteht echtes Interesse? Wann ist das letzte Mal, dass die Führungskraft mit mir mal eine halbe Stunde außerhalb der Arbeit gesprochen hat? Dass wir mal zusammen Mittag gegessen haben, ganz entspannt. Wenn ich jetzt im Urlaub war, steht da dann vielleicht, wenn ich zurückkomme, irgendwie eine Aufmerksamkeit da? Wissen die, wie meine Familiensituation ist? Ob mein Vater gerade im Krankenhaus ist? Wenn ich denen sage, ich war bei einem Konzert, fragen die dann nach? Habe ich den Eindruck, dass sie das wissen wollen? Natürlich gibt es immer Leute, die da keinen Bock drauf haben, sich nicht drüber unterhalten wollen. Aber eigentlich freuen sich doch die Leute, wenn ihnen Interesse gegen, oder? Und wenn die dann sagen, meine Führungskraft spricht nicht mit mir oder ich bin zu wenig gewertschätzt, dann meinen die eigentlich, die interessiert sie nicht für mich. Also das Erste würde ich sagen, konzentriert euch auf die Dinge, die gut laufen. Weil die Dinge, die schlecht laufen, die haben die Führungskräfte eh im Kopf, weil sie dann auf die Nase gekriegt haben. Konzentriert euch auf das, was war wirklich gut und schreibt euch das auf. Das nächste Mal, wenn ihr über die Person nachdenkt, da müsst ihr sehen, was die Person gut gemacht hat. Macht das viel bewusster. Das Zweite ist, Vertrauen ist Zulassung von Verletzlichkeit. Das bedeutet, ja, wenn ich möchte, dass mir Leute Vertrauen schenken, dann muss ich das auch erstmal, es gibt sowas wie Swift Trust, das ist kurz, aber es gibt auch ein langfristiges Vertrauen. Wenn ich das erwerben will, dann muss ich die Leute schützen, wenn sie Fehler machen. Wenn mich jemand kritisiert, nehmt das und zeigt den Leuten, dass ich kritisiert wurde, völlig zu Recht. Macht euch selber angreifbar. Zeigt den Leuten, dass ihr nicht so ein Teflon-Billy seid. Freut euch über Kritik. Und der dritte Bereich, überlegt euch vielleicht manchmal ein bisschen mehr, wie ihr Botschaften verpackt. Ja, und das wäre dann so, schaut euch mal an, wenn ihr zum Beispiel gerne in Metaphern denkt, nutzt mal eine. Wenn ihr gerne so Aufzählungen macht, begleitet ihr mal mit euren Händen. Das ist ein viel besseres Bild. Immer dann, wenn Leute in Bildern sprechen, verankert sich das mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tun werden, was ihr wollt, steigt. Und dann sind die alle happy.